Hallo und herzlich willkommen zum Mut für Mütter Podcast, der Sendung für Mütter mit einem toxischen Ex-Partner. Ich bin Heidi Duda, Buchautorin, Coach und Gründerin von Midlife Boom. Ich zeige dir Wege auf, wie du dem Gefühl der Hilflosigkeit im Alltag oder auch im Familiengericht Lebewohl sagen kannst und endlich wieder in deine Stärke kommst, damit du zum Leuchtturm für dein Kind wirst. Hallo und herzlich willkommen zum Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Heute habe ich ein sehr schönes Gespräch mit einer Clubmama für dich, und zwar mit der Anja. Hallo Anja. Hallo liebe Heidi, schön, dass ich hier bin. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst und auch von deiner Geschichte etwas erzählst und auch da, wo du heute stehst. Und zu Beginn gleich wollte ich dich bitten, dass du dich erst einmal kurz vorstellst, wer du bist und wie viele Kinder du hast. Ja, mein Name ist Anja, ich bin 42 Jahre alt und ich habe insgesamt 3 ganz wunderbare Kinder. Mein Großer ist 14, meine Kleine, sie ist 11. Genau, und dann habe ich noch einen 3-jährigen Sohn mit meinem jetzigen Partner zusammen. Okay, also du hast wieder eine neue Beziehung. Und wenn ich das so richtig verstehe, sind die 2 älteren Kinder von deinem toxisch-narzisstischen Ex-Partner, oder? Genau. Sag mal, jetzt, seit wann bist du denn jetzt insgesamt getrennt von deinem narzisstischen Ex? Ich habe mich 2013 getrennt, also schon 10 Jahre. Schon lange her. Da waren ja auch die beiden Ältesten ziemlich klein gewesen, oder? Ja, genau. Mein Großer war damals 4 und meine Kleine 2. Mhm. Sag mal, wann hast du denn in der Beziehung festgestellt, dass dein Mann toxisch-narzisstisch ist? Hast du dich getrennt oder hat sich dein Ex von dir getrennt? Wie lief das damals ab? Was hattet ihr für eine Beziehung? Okay, sind gleich 2 Fragen. Ja. Wann habe ich es in der Beziehung festgestellt? Gar nicht. Ich habe es erst Jahre später festgestellt, als ich dich gefunden habe. Vorher konnte ich mit Narzissmus nichts anfangen. Ich habe viele Jahre eine Dauerschleife gedreht. Und ja, aber ich habe mich damals tatsächlich getrennt. Was war denn der Grund dafür? Also du wusstest zum einen nicht, dass es Narzissmus war. Das wusste ich damals bei meiner Trennung übrigens auch nicht. Ich hatte auch keinen Plan. Wie war denn sein Verhalten, dass du gesagt hast, das will ich nicht mehr? Wie lief eure Beziehung? Unsere Beziehung war so, dass er immer an erster Stelle stand. Dann kam ganz lange nichts. Dann kamen seine Freunde und seine Eltern. Und dann kamen die Kinder und ich irgendwann. Und so haben wir auch die Beziehung gelebt. Also er hat sein Leben gelebt. Wenn ihm was nicht gepasst hat, ist er an die Decke gegangen. Hat mich immer unterschwellig sehr klein gemacht. Und ich habe mich halt ihm untergeordnet und getan, was er gesagt hat. Und irgendwann habe ich gesagt, das geht so nicht mehr weiter, ich trenne mich. Das hat dann aber auch noch mal 1,5 Jahre gedauert, bis ich das dann wirklich durchgezogen habe. Ja, ich meine, du hattest ja auch damals zu dem damaligen Zeitpunkt 2 kleine Kinder. Ja, also dieser Schritt, den geht man ja nicht leichtfüßig, gerade mit kleinen Kindern. Ja. Wie hast du dich denn damals gefühlt? Kannst du was dazu sagen? Du hattest jetzt da deine beiden kleinen Kinder, also Kleinkinder. Und wie hast du den Mut gefunden? Erzähl darüber. Es hat ja, wie gesagt, sehr lange gedauert, dass ich das tatsächlich durchgezogen habe. An sich bin ich eine sehr starke Frau. Ich wusste auch immer, ich komme alleine klar und habe aber damals diesen Schritt von ihm weg nicht hinbekommen, weil ich dann doch irgendwo so angepasst war und auch in solchen Verhältnissen aufgewachsen bin. Also wir haben ja alle irgendwie so eine Prägung in uns aus dem Elternhaus. Mein Vater war schon ähnlich und ich habe gedacht, Beziehung läuft so. Also es muss so sein, wie die Beziehung, die ich jetzt auch mit ihm wieder gelebt habe. Und
Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war dann, er hatte dann einen Job gefunden. Dieser Job war in einer größeren Stadt, 300 Kilometer ungefähr weit weg. Und er kam dann nur noch jedes Wochenende. Und dieser räumliche Abstand hat es mir dann leichter gemacht zu gehen. Also irgendwann dann zu sagen, jetzt habe ich für mich genügend Abstand gefunden, habe für mich auch geplant, wie ich aus dieser Beziehung rauskomme. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich. Okay, und wie hast du das gemacht? Also du hast jetzt, ich meine, das, was du erzählst, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Ja, und so ähnlich habe ich das damals auch erlebt mit meinem. Auch gerade wenn dann der Vater der Kinder so wenig da ist und auch so eine räumliche Trennung da ist, dann ist das ja schon eine Probe aufs Alleinerziehendsein. Ja, und gerade mit Genau. zwei kleinen Kindern, ich war ja damals mit einem schon, wo ich dann gedacht habe, wie machen das Mütter mit zwei Kindern? Ja. Und erzähl mal, wie hast du das denn dann geplant? Hast du ihn davon dann tatsächlich kurz vorher in Kenntnis gesetzt? Hast du ihm gesagt, so ich ziehe jetzt aus, nächsten Monat bin ich weg oder ich suche mir jetzt eine Wohnung? Oder hast du das erst einmal mit einem Anwalt geplant? Wie bist du vorgegangen? Oh, ich habe damals noch gar nichts anwaltlich geplant. Ich bin da ganz naiv reingegangen, habe mir überlegt, ich behalte die Wohnung, er ist ja sowieso kaum da. Und dann habe ich ihn vor vollendete Tatsachen gestellt und habe gesagt, ich trenne mich und du ziehst bitte aus. Und wie hat er darauf reagiert? Und er sagte, nö, ich ziehe nicht aus, ich gehe nicht. Und in den darauf folgenden Wochen und Monaten habe ich dann mich aber, er hat wahrscheinlich gedacht, wir machen dieses ganze Spiel weiter, es läuft einfach so weiter und ich habe mich dann aber, oder hatte mich innerlich dann so weit gelöst, dass ich dann einfach mein Ding gemacht habe und er hat dann gemerkt, nee, die kommt nicht zurück. Und dann ist er tatsächlich nach 4 Monaten Oh, ausgezogen und war gut. dann weg. Gut. Hatte Ja, er, das ne? war damals noch sehr einfach. Er hat danach aufgetreten. Okay, gut. Das ist so ähnlich wie bei mir, tatsächlich. Also einfach erst einmal getrennte Wohnung, ohne Gericht, ohne dass da dein Ex gedroht hätte, dass er dir die Kinder wegnimmt oder dass er sagt, oder dass er sich jetzt wirklich über Monate und Jahre in der Wohnung festsetzt. Also das ging dann tatsächlich relativ glatt über die Bühne. Und dann Ja, ist das gedreht. Erzähl mal, kannst du dich noch erinnern, wann ungefähr sich das gedreht hat? also es dauerte noch ein paar Jahre. In den Jahren war er dann in dieser besagten Stadt, hat dort gearbeitet, kam nur am Wochenende nach Hause. Ich habe ja vorhin gesagt, auch vor den Kindern und mir standen noch die Freunde und die Eltern. Die wollte er natürlich dann immer am Wochenende sehen. Und ich habe immer versucht, dann ihm die Kinder aufzudrängen und habe gesagt, na, du musst doch auch die Kinder sehen, die Kinder wollen dich sehen, die vermissen dich. Und er wurde auch manchmal seltener, also alle 2 Wochenenden ist er gekommen, manchmal hat er es auch ausfallen lassen. Und ja, und dann hat er 2017 beschlossen, er kommt in die Stadt zurück, wo ich wohne oder wo wir gewohnt haben. Und hat dann in einem Atemzug gesagt, ich komme zurück, dann will ich die Kinder im Wechselmodell und dann zahle ich dir keinen Unterhalt mehr. Ah, okay. Und das hat er Nachtigall ohne ist Luft holen gesagt. übertroffen. Ja, ohne Luft holen in einem Satz, ohne Punkt und Komma. Danach war erst Schluss und da dachte ich, okay, jetzt geht es los. Und unser Großer war damals schon in therapeutischer Behandlung. Dem ging es nicht gut mit dem Papa und dem ganzen Hin und Her. Und unser damaliger Therapeut hat zum Glück gesagt, von alle 2 Wochen auf Wochenende in ein Wechselmodell ist für beide Kinder nicht gut. Wir machen das schrittweise. Und so haben wir im ersten Schritt von 2 Tagen alle 2 Wochen auf 4 Tage erhöht. Und sind damit erstmal eine ganze Zeit gefahren. Und Okay, sag noch mal kurz das Alter der Kinder zu dem Zeitpunkt. Also der Älteste. der war 8 Jahre und die Kleine war 6. So, da war ich dem Okay. Therapeuten sehr dankbar, dass er mir da ein bisschen Zeit verschafft hat. Und mein Ex hat auch auf den Therapeuten gehört, da hat er kein Veto eingelegt, hat aber dann sukzessive immer weiter versucht, das natürlich auszubauen. Also wir haben dann eine Vereinbarung geschlossen und
alle halbe Jahre kam er daran und wollte dann immer einen Tag mehr. Also hat dann wirklich gedrängt, dass es möglichst schnell in ein Wechselmodell geht. Und er war dann... Er war ja bis... da muss ich mal ganz kurz dazwischenhaken. Also lass mich das jetzt mal zusammenfassen. Der Mann ist definitiv die ersten 6 Jahre eigentlich, also ja auch vor eurer Trennung schon, nicht präsent im Leben der Kinder gewesen als Vater, richtig, der Zeit mit ihnen verbringt. Also wir halten mal fest, dass du diejenige warst, die sich um alles gekümmert hat, die für die Kinder da war, die die Bindung und Beziehungen hatte. Richtig. So, und dann kommt er nach seinem Job wieder zurück in die Stadt und sagt so, und jetzt will er das Wechselmodell umhalten. Und da ist es so deutlich, ja, also deutlicher kann das ein toxisch-narzisstischer Kindsvater echt nicht bringen. Ich will jetzt das Wechselmodell, damit ich nämlich keinen Unterhalt bezahlen genau. muss. Das ist jetzt so pauschalisiert gesagt, hin und wieder muss trotzdem Unterhalt bezahlt werden, aber der ist teilweise so minimal, dass es einfach nur noch lächerlich ist. Ja. Also, okay, das heißt, zu dem Zeitpunkt, Ist er dann vor Gericht gegangen? Hat er einen Anwalt drauf Nein. angesetzt? Oder hast du direkt auf diese Ansage reagiert und hast das für bare Münze genommen? Nein, weil der Therapeut ja damals gesagt hat, das geht erst langsam los. Wir machen erstmal eine Erweiterung auf 4 Tage. Und nach einem halben Jahr sind wir dann auf 5 Tage gegangen mit beiden Kindern. Und ich habe immer im Kopf gehabt, ja, die Kinder wollen das ja und die wollen ja auch ihren Vater sehen. Und ich hatte tatsächlich... War das damals so? Ja, sie haben so eine, also wirklich so eine ganz tiefe Sehnsucht nach einer Vaterfigur oder nach ihrem Papa. Die ist auch jetzt noch so, also er war dann relativ schnell mit den Kindern überfordert mit diesen 5 Tagen und hat angefangen, die Kinder zu schlagen. Und echt? Ja, und er hat sie auch eingesperrt. Die haben in der Wohnung so eine, ich sag mal, so einen kleinen Raum, so ein Altbau, und da ist so ein kleiner Raum für die Jacken, also den haben sie für die Jacken genutzt, vielleicht so 1,5 Quadratmeter, und da wurden dann die Kinder auch zur Strafe eingesperrt. Und das war dann der Punkt, wo ich dann eingeschritten bin, habe einen Anwalt kontaktiert, damals leider den falschen, und das Jugendamt. Und es ist dann leider so gelaufen auf beiden Seiten. Der Anwalt hat mir gesagt, wollen Sie wirklich vor Gericht gehen, dann müssen die Kinder aussagen und das tut den Kindern nicht gut. Und versuchen Sie es doch erst noch mal so zu lösen. Und beim Jugendamt hat er es am Anfang erst zugegeben, dass er das tatsächlich getan hat, und war dann aber noch 2-3 Mal zum Gespräch dort, sollte dann quasi mit der Mitarbeiterin besprechen, so, wie kann ich mein Kind noch alternativ erziehen, und im Laufe dieser Gespräche hat es sich dann gewandelt zu, er hat die Kinder nicht geschlagen, sondern sie haben ein bisschen gekampelt. Und er hat die Kinder auch nicht eingesperrt, weil sie haben ja nur Verstecken gespielt. Also er hat die Geschichte im Laufe der Zeit abgewandelt. Und er kann ja wirklich so gut erzählen und er kann andere so gut mitnehmen. Und dann war ich auf einmal diejenige, die sich Geschichten ausgedacht hat. Sag mal, und das Jugendamt hat diese wundersame Geschichtsumwandlung für... geglaubt? Naja, wir sind ja über die Jahre dann durch wechselnde Mitarbeiter begleitet worden. Das sind ja meistens, sage ich mal, junge Menschen, die das nicht so lange mitmachen. Und ja, die Dame, die das damals aufgenommen hatte, die war dann auch schnell weg. Und dann hatten wir eine andere Dame und dann hatten wir mal einen jungen Herrn. Und ich weiß nicht, ob unsere Geschichte dann irgendwo so verschwunden ist. Also jeder hat dann immer die Akte rausgeholt und hat angefangen, sich einzulesen. Und dann hat man das wieder von vorne erklärt. Aber er hatte dann schon seine Geschichte und ich hatte meine Geschichte. Wir hatten versucht, die Kinder mein Großer hat dann zwischendurch auch gesagt, das ist alles nicht so, nicht so gewesen. Papa hätte sie auch nicht geschlagen und ich würde mir was ausdenken. Das war dann schon sehr verfahren. Das glaube ich dir. Gerade wenn dann die Kinder auch so manipuliert werden. Ja. Denen wird ja auch eine Geschichte immer erzählt und dann erzählen sie das auch immer wieder.
Das ist schon heftig. Ja. Wie ist es denn dann weitergegangen? Hat er dann das Wechselmodell installiert bekommen? Ja, also seid ihr vor Gericht dann gegangen? Mithilfe des Jugendamtes hat er dann versucht, immer mehr Tage rauszuholen, bis wir dann bei 6 Tagen waren. Und also ich 8, er 6. Und dann habe ich versucht, da einen Riegel vorzuschieben. Und dann ist er zum Anwalt gegangen, tatsächlich. Und ja, hat mich dann verklagt oder ist mit seiner Anwältin auf mich zugekommen. Ja, das Wechselmodell. Und dann? Und dann habe ich eine sehr tolle Anwältin gefunden, die tollste überhaupt. Und ach, sehr gut. Die hat mir zum einen gesagt, also die vertritt mich zum einen sehr, sehr gut und zum anderen hat sie mir gesagt, da gibt es im Internet so eine Frau und die coacht Mütter mit toxischem Ex. Suchen Sie die mal. Ja, in der Tat ist das so, dass viele Rechtsanwälte tatsächlich mich schon empfehlen, wo ich mich sehr gerne. Genau, und dann habe ich erst dein Gerichtsmodul gefunden und habe mir das geholt und habe gedacht, genau. Und habe gedacht, wow, jetzt bereite ich mich richtig darauf vor. Und das habe ich auch sehr gut damit getan. Und dann bin ich in deinen Club eingetreten und ja, habe so eine innerliche Kehrtwendung für mich hingelegt, also so ein Wachstum. Und ja, inzwischen kann ich über ihn nur noch lachen. Also ja, unser Großer ist jetzt im Wechselmodell, aber meine Kleine habe ich tatsächlich retten können. Von daher, ja. Was war denn für dich der größte Entwicklungsschritt? Also wenn du dir nochmal vorstellst zu dem Zeitpunkt, wo du diese Anwältin gefunden hast und zu dem Zeitpunkt, bevor du mich gefunden hattest, bevor du mit Cour Royale angefangen hattest, bevor du in den Club gekommen bist und der Anja heute, was ist da der größte wesentliche Unterschied? Oh, da liegen Welten dazwischen. Also als ich meine Anwältin gefunden hatte, hatte er so viel Druck auf mich ausgeübt, dass ich tatsächlich einen Hörsturz hatte. Ich hatte so eine Angst vor ihm und so eine Angst vor dieser scheinbaren Macht, die er hatte. Ich habe einen Hörsturz gekriegt. Mein Gleichgewichtsnerv hat sich auf der einen Seite ausgeschaltet und ich konnte von jetzt auf gleich nicht mehr laufen. Ich habe mich nur noch übergeben. Ich war dann eine Woche lang im Krankenhaus, habe zum Glück Cortison bekommen und alles ist wieder gut. Aber ich habe gemerkt, also was dieser Mensch für eine Macht damals über mich hatte, also unbewusst, was das mit macht. Der hat dir den Boden unter den Füßen weggezogen, ja. Oder? Ja. Der hat dir den Boden unter den Füßen weggezogen. Genau. Und die Anja heute, die sagt, was der mit dem manchmal zusammen, aha. Also der ist mir total egal was der macht, was er schießt, hat in meinem Leben keine Relevanz mehr und ich frage mich, wie viele Jahre ich mit ihm verschwendet habe. Aber weißt du, es ist genau, ich möchte da auch gerne so ein bisschen so dieses Gefühl der Verschwendung wegnehmen, weil wir sehen im Nachhinein, wenn wir selber in der Klarheit sind, sehen wir das immer einfacher, ja. Aber das ist ja ein Prozess, es ist ja eine Entwicklung und die braucht Zeit. Und so kommt ja ein Gedanke zu dem anderen. Und wenn du vorher in einer Welt warst, wo das total normal war, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du das auch aus deinem eigenen Elternhaus schon so gekannt hast, dass du gedacht hast, das ist so, so muss Beziehung sein. Du kanntest ja nichts anderes. Und wenn dann halt eins nach dem anderen kommt und irgendwann stellt man mal fest, was ist das hier? Das kann doch nicht stimmen. Das kann doch nicht stimmen, wie ich jetzt hier lebe. Und dann ergibt sich das. Ja, und das heißt, es ist alles genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Es ist alles genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil du hättest wahrscheinlich diese guten Anwälte nicht gefunden, wenn die Schritte davor nicht gewesen wären. Ja. Wenn dein Anwalt der erste anders gewesen wäre, wärst du einen anderen Weg gegangen. Hätte vielleicht dein Ex auch das Wechselmodell unter anderen Umständen reinkriegen können, ja? Wie geht es denn heute deinen Kindern, sag mal?
Das ist so ein bisschen ja zwiespältig. Die sind beide in therapeutischer Behandlung. Mein Großer ist sehr manipuliert vom Vater. Beide Kinder lieben ihren Vater auch sehr. Wir haben immer noch so diese Sehnsucht nach ihm, wobei meine Tochter so ganz langsam anfängt zu erkennen, was die Wahrheit ist oder wie er so tickt. Die ist jetzt auch genau in dem richtigen Alter dafür. Ja. Du hast gesagt, sie ist jetzt 11, genau. Oder? Ja. Ich glaube auch daran, dass die Kinder auch selber auch solche Wellen und Schwankungen haben und bis die dann auch in ihre Klarheit kommen. Sie brauchen einfach die Orientierung und du bist dann jetzt da, du bist ja jetzt in der Klarheit und du kannst deinen Kindern jetzt die Orientierung bieten, ohne dass du mit dem Finger auf den Ex zeigen musst, ja, sondern dass du das auch akzeptiert hast, dass die Kinder ihren Vater lieben und dass die auch diese Sehnsucht haben nach der Vaterfigur. Und wir sollten uns das ja auch immer so vor Augen halten. Kinder definieren sich ja auch über beide Elternteile. Ja. Und wenn sie irgendwann mal feststellen müssen oder wenn sie auch noch klein sind und irgendwie begreifen, jetzt einer der Elternteile ist böse oder der ist krank im Kopf, ja, dann oft ist es ja so, oder die Gefahr ist groß, ja. Ich bin jetzt keine Kinderpsychologin, aber das, was ich mitbekommen habe, ist, dass die dann oft das auch auf sich beziehen und sagen, okay, wenn jetzt 50%, ich bestehe zu 50% aus Papa, zu 50% aus Mama, wenn jetzt einer der beiden krank ist oder böse ist, dann ist ja 50% von mir eventuell, bin ich dann auch böse, ja. Und deshalb darf das eigentlich so nicht rüberkommen, ja, sondern wenn, und du bist ja jetzt, du hast ja auch schon den Club durch. Ja, genau. Ja, du bist ja jetzt auch angekommen. Du hast ja auch den Segelschein schon, ja. Du kannst also jetzt wirklich ganz andere Wege gehen und du kannst deine Kinder ganz anders begleiten als noch vor 4, 5 Jahren, ja. Das und stimmt. Und deshalb haben deine Kinder ja ein wirklich großes Glück, dass du die Arbeit in die Hand genommen hast und gesagt hast, so jetzt, das gehe ich jetzt anders Thema. Ja. Sag mal, wie hast du denn wie hast du denn dann deinen neuen Partner gefunden? Wie bist du denn in diese neue Beziehung reingegangen? Und wie unterscheidet sich die denn jetzt von deiner früheren? Ich habe meinen Partner durch einen Freund kennengelernt und wir waren damals mit diesem Freund gemeinsam verabredet auf dem Spielplatz, weil er auch noch ein Kind hatte in dem Alter meines Sohnes. Und der Freund rief dann an und sagte, ich schaff's nicht. Und dann stand ich damals mit diesem fremden Mann alleine auf dem Spielplatz. Die Kinder haben sich gesehen, die zogen einmal ab. Ja, und wir standen dann zu zweit und ja, fanden uns nett. Und dann haben wir das kurze Zeit später wiederholt und ja, sind dann auch relativ schnell zusammengekommen und ja, sind jetzt das war dann in 2017, sind seit 2017 zusammen. Wir haben jetzt einen 3,5-jährigen Sohn und ja, die Beziehung ist ganz anders. Also die Beziehung, die ist auf Augenhöhe. Mein Partner bringt sich ein. Er macht sowohl, also wir teilen uns die Sachen im Haushalt, zwar auch nicht immer ganz so 50-50, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wir teilen uns die Sachen, wir teilen uns die Kindererziehung mit den Kleinen, auch mit den zwei Großen. Er bringt sich da sehr ein, wenn er frei hat. Er nimmt auch mal einfach nur die Großen, mal den ganz Großen und sagt, ich fahre mal mit dir Go-Kart oder nimmt mal meine Tochter und geht mal mit der auch alleine ins Schwimmbad und sowas gab's beim Papa nicht. Das gibt's auch jetzt nicht. Also es ist ein ganz... Sag mal, wie ist denn die Beziehung? Wie ist denn die Beziehung von deinen Kindern zu deinem neuen Partner? Die ist gut. Es ist manchmal natürlich schwierig, dieses Patchwork. Er hat ja auch noch seinen Sohn mitgebracht. Der ist auch im Wechselmodell. Unsere zwei Großen kommen immer zur gleichen Zeit und gehen zur gleichen Zeit. Dann ist meine Kleine immer noch 4 Tage länger da als die zwei Jungs. Und
Ja, also es bringt natürlich Spannungen mit sich. Wir haben am Anfang viel gekämpft mit dein Kind, mein Kind. Man hat immer zu den eigenen Kindern eine ganz andere Liebe, eine ganz andere Verbundenheit als mit dem Kind, was man da mit Klar. 9 oder 10 so dazu geschenkt bekommt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns da zusammengerauft, wir haben einen sehr guten Weg gefunden und er mag meine Kinder mögen ihn, ich mag sein Kind mag mich, also es läuft. Ja. Schön, schön. Verstehen sich die Kinder auch untereinander Ja, gut? die verstehen sich jetzt gut, wobei jetzt sein Großer, der ist gerade 15 geworden, der macht jetzt mehr oder weniger sein eigenes Ding, also der zieht sich da zurück. Aber vorher haben die ganz viel miteinander, also als die kleiner waren, haben die ganz viel miteinander gespielt. Okay. Sag mal, wenn du jetzt heute so deine Rolle als Partnerin betrachtest, jetzt in dieser neuen Beziehung auf Augenhöhe, wie bist du denn damals in diese Beziehung reingegangen? Was waren da so Gedanken, die dich beschäftigt haben? Bist du voller guten Mutes da rein oder musstest du erst einmal auch deine Rolle als Frau in einer Beziehung, als Geliebte, als Partnerin neu finden? Na, ich habe ja schon, nachdem ich mich von meinem narzisstischen Ex getrennt hatte, da lagen ja noch mal ein paar Jahre dazwischen, wo ich so kurze Beziehungen auch noch mal mit Männern hatte und irgendwann macht es dann auch mal Klick mit meinem Ex. Damals bin ich noch nicht auf das Wort Narzissmus gestoßen, aber ich bin auf mich gestoßen, warum ich immer in solchen Beziehungen lande und habe dann angefangen, mich sehr stark zu reflektieren, war bei Therapeuten, war bei Coaches und habe mich schon sehr viel mit mir auseinandergesetzt, sodass ich dann schon den Mann, den ich jetzt habe, sehr bewusst ausgewählt habe. Also den habe ich mir schon genau angeschaut. Wie geht der mit mir um? Wie geht der mit den Kindern um? Wie spricht er über seine Ex? Wie ist das Verhältnis dort und so weiter? Das habe ich schon sehr genau geprüft, bevor ich gesagt habe, so, wir werden jetzt ein Paar. Aber deine eigene Rolle, also ich möchte jetzt mal so ein bisschen, weißt du, wir sind doch in narzisstischen Beziehungen. Da ordnen wir uns ja oft unter. Ja. Oder wir gehen oft, ich verallgemeiner jetzt mal, also alle Zuhörerinnen, die jetzt sagen, nein, nicht alle, ja, aber natürlich nicht alle, aber ich verallgemeiner jetzt mal. Also wir empathische Frauen, wenn wir aus narzisstischen Beziehungen kommen, dann gibt es doch oft eher so den Hang, es dem anderen immer recht machen zu müssen, die eigenen Wünsche hinten anzustellen und sich wirklich anzustrengen, die Beziehungsarbeit zu übernehmen und halt zu gucken, dass es dem anderen und auch den anderen in der Familie immer gut geht und am Ende und irgendwann einmal kommt man selbst, wenn man mal, und dann macht man sich einen Massage- oder Friseurtermin und hat schon ein mega schlechtes Gewissen. So. Wie ist das denn? Also ich meine, wenn du dich jetzt vergleichst mit der Frau, die du früher in der Beziehung warst mit deinem toxischen Ex und der Frau, die heute die Geliebte und Partnerin ist von diesem empathischen Mann, mit dem du heute zusammen bist, der definitiv kein Narzisst ist. Wie würdest du diese Rolle heute beschreiben, deine Art und Weise, wie du die Beziehung auf deiner Seite lebst? Also ich lebe die Beziehung auf jeden Fall selbstbestimmt, gleichberechtigt, liebevoll. Ach, schön. Ja. Ja. Also er hält mir auch schön. Total den Rücken frei. Er hat letztens zu mir gesagt, du hast mir immer erzählt, du hast doch den und den Sport gemacht, willst du dich da nicht mal wieder anmelden und komm, wir gucken mal gemeinsam. Und im Moment hüpfe ich immer noch zu Hause rum. Ich habe mir so ein Online-Fitness gekauft und dann nimmt er immer den Kleinen nachmittags und sagt, komm, und zieh dich doch mal um und jetzt machst du das eine halbe Stunde, damit du ein bisschen was für dich hast und dann gucken wir, was wir gemeinsam machen. Also das ist was ganz anderes. Also ich bin sowohl ich in der Beziehung, also ich bin Frau und ich bin aber auch Partnerin, gleichberechtigte Partnerin, ich bin Mutter, also ich kann eigentlich alle Rollen schön ausleben jetzt. Schön, oder? Ja, es ist total toll. Sag mal, welcher Bereich, wo glaubst du,
ist jetzt noch Entwicklungspotenzial für dich da? Ich meine, wir haben ja immer, also das Lernen hört ja nie auf. Bei mir ist es ja genauso, ja. Aber wenn du jetzt so einen Bereich für dich ausmachen könntest, wo du sagst, da muss ich noch ein bisschen mehr gucken, da müsste ich jetzt noch ein bisschen mehr was tun, welcher wäre das? Oh, ich habe letztens mit einer anderen Coachin gesprochen und die hat gesagt, ich könnte meine Weiblichkeit noch ein bisschen ausbauen. Also sie sagte, ich bin immer noch sehr ein starker Kopfmensch und entscheide sehr viel rational und könnte noch ein bisschen weicher werden. Das ist das Nächste, was ich mir jetzt angucken werde. Ist das auch so, dass du das auch so denkst? Ja, das ist tatsächlich so. Würde das dein Partner auch so sagen? Ja, definitiv. Okay. Der Weiche und der Gefühlsvolle und ich manchmal noch immer noch so die Harte, die dann wirklich abwägt, lasse ich mich jetzt da drauf ein oder nicht. Es sind ja immer noch so Prägungen aus der Kindheit, die da aktiv sind. Und das schaue ich mir dann letztendlich an. Okay, gut. Sag mal, für eine Frau, die ganz am Anfang steht, eine Mama, welchen Tipp hättest du für sie? Was mir sehr geholfen hat bei dir im Club, waren diese Zukunftsbilder, die du gemalt hast mit uns. Also dieses, wo will ich in 5 Jahren stehen? Oder stell dir vor, dein Ich in 5 Jahren klopft jetzt an die Tür. Was sagt die dir? Ich glaube, es ist ganz wichtig. Wir sind ja alle gefangen oder wir waren oder sind gefangen in diesem großen Druck und in dieser Angst und in diesem Strudel. Und es ist wichtig, aber zu schauen, wo kann es hingehen? Wie kann ich leben? Also sich wirklich vorzustellen, dann lebe ich halt in der und der schönen Wohnung oder in dem Haus. Meine Kinder sind um mich. Weiß nicht, ich mache Sport, ich sitze auf meinem Balkon mit meinem Glas Wein und sich das mal wirklich auszumalen und dann zu überlegen, ja, da will ich hin, das ist mein Zukunftsbild. Und nicht verharren in diesem ständigen über den Ex meckern und immer wieder diese Geschichten wieder zu erzählen. Jetzt hat er wieder das gemacht und jetzt stell dir doch mal vor und keine Ahnung. Also ja, die machen alle ganz schreckliche Sachen und ja, natürlich redet man darüber, aber wir neigen dazu, auch da hängen zu bleiben. Und die Gefahr ist tatsächlich, dort hängen zu bleiben. Und das Schöne ist aber, so ein Bild zu entwickeln, wie kann es denn sein? Wo will ich denn sein? Und wie will ich sein? Und dann, wenn man dieses Bild hat, fängt man automatisch an, darauf hinzuarbeiten. Genau. Da setzt man dann sich sozusagen auf die Spur. Das ist so, diese Bilder, und die entwickeln sich auch weiter. Genau. Ja? Und wenn du dann dieses Bild dann erstmal erreicht hast, dann gibt es wieder neue Bilder, die auch wieder mit Wünschen gefüttert werden, die du entlang des Weges entwickelt hast. Also was ich halt auch festgestellt habe, Anja, dass viele Mamas sich nicht trauen, groß zu wünschen. Ja, dass sie einerseits überhaupt keine Vorstellung haben, wie schön das Leben wirklich sein kann, wie Glück tatsächlich sich anfühlen kann, wie das schmeckt, wie schön das ist. Wir haben nur so eine diffuse Vorstellung, aber selbst dieses sich erlauben, mehr als ein mittelmäßiges Leben führen zu können. Hauptsache Frieden, ja? Oder Hauptsache, ich habe einen Job? Nein, es gibt da viel, viel mehr, ja? Und dazu möchte ich halt die Frauen eigentlich alle ganz gerne rüberziehen und sagen, komm, schau dir das mal an. Was wartet da in einem Jahr oder in 5 Jahren auf dich? Ja, welche Zukunftsvision kannst du da aufbauen? Und wenn man dann mal durch solche Posts liest, dann ist das immer sehr, sehr schön. Also da ist kein Leben dabei, was ich da, oder keine Zukunftsvision, die ich da nicht schön finde. Ja, bei mir hast du das tatsächlich. Liebe Anja, das freut mich, das freut mich. Du warst allerdings schon vorher mit deinem Partner zusammen. Also du hast ja ganz, ganz viel schon im Vorfeld gemacht. Ja, das stimmt. Du, also 2017, da habe ich ja gerade erst angefangen, mich als Coach für Mütter mit toxischen Ex-Partnern anzubieten. Und ich weiß jetzt nicht, seit wann hattest du mich gefunden? War das letztes Jahr? Das oder, war im wann war das? Ende 2021. Habe ich Core Royal gekauft. Okay, das ist jetzt 1,5 Jahre her. Ja. Okay. Ja, also von daher
da bist du schon in ein gesettelte, in eine gesettelte Umgebung reingekommen und da hattest du vorher schon auch eine große Entwicklung hinter dich gebracht. Und was ich auch noch mal feststellen möchte, du hast auch immer gesagt, du hast dir ja auch immer gleich Hilfe geholt. Du hast Therapeuten für deine Kinder gefunden. Du hast selber Coaches und Therapeuten wahrscheinlich auch gehabt, oder? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für alle Mamas, die jetzt zuhören. Du darfst dir Unterstützung holen. Und es geht eigentlich nicht ohne. Und es ist kein Makel. Es ist nicht so wie in den 70er, 80er Jahren, dass das so ein Tabu war, sich jemand zu holen an die Seite. Heute gehört das einfach dazu, wenn man ein gutes, glückliches Leben führen möchte. Ja. Okay, liebe Anja, vielen lieben Dank für dieses unglaublich schöne Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, dass viele Mamas, die jetzt zugehört haben, sich ermutigt fühlen, ihren Weg zu gehen, sich Hilfe zu holen, auch natürlich in den Club zu kommen für eine gewisse Zeit und dann natürlich dort auch den Segelschein zu machen, dass jede Mama, die sich das anhört, dann genauso wie du irgendwann einmal hier in einem Podcast zum Interview kommt und sagt, ja, ich habe den Segelschein, genau, und ich bin jetzt frei, ich habe den Club jetzt abgeschlossen, der liegt hinter mir, das ist jetzt die Phase gewesen. Und jetzt wartet einfach nur noch ein wunderschönes Leben auf mich und ich weiß ganz genau, wie ich die Wellen rocken muss. Genau, das wünsche ich auch allen da draußen. Ganz vielen lieben Dank, Anja. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, liebe Heidi. Mach's gut. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach-Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu. Der Mutmach-Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogartikel geschrieben habe oder du erfährst weitere hilfreiche Tipps und Werkzeuge, die das Wochenende für dich einläuten. Ich freue mich, wenn du mitmachst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.